Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal. Ich wollte euch doch grüßen wieder, Junge. Ich vergesse es. Ich habe den letzten 8 Videos schon vergessen gefühlt wieder. Okay. Christoph, liebe Grüße gehen raus an dich. Christoph. Ist so eine Call-In-Sendung. Junge, warum kommentiert eure Namen? Hallo. Theresa. Oh, Theresa, schöner Name. Theresa ist echt ein schöner Name. Und Yannick, aber y mit Y und mit CK am Ende geschrieben. Bro, geht's dir gut, Yannick? Und liebe Grüße an Gina und Johann. Okay, so, dann haben wir es auch. Dann habe ich euch wieder gegrüßt. Ey, ich freue mich drauf. Wir hören bei Contra K rein. Bye, gib mir keinen Grund. Ey, ich werde euch die Deluxe-Box in die Packungsbeilage, wollte ich gerade sagen, Junge. In die Beschreibung packen, so rum ist es richtig. Aber auch in die Packungsbeilage, ey. Ich packe es euch ja auch gerne rein, ja. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir haben natürlich jetzt hier rockige Songs zu erwarten. Was ich aber auch cool finde, ja. Ich bin nicht so der größte Rock-Fan, aber die ersten zwei sind draußen, oder? Die ersten zwei Sachen haben mir sehr gut gefallen. Und ja, da bin ich mal gespannt. Wir sehen hier schon einen Flugtower. Gib mir keinen Grund, Contra K. Ich weiß nicht warum, bei Contra K hat sich das in meinem Kopf so eingebürgert, dass ich Contra Karius und Bacchus sagen will. Junge, ich weiß nicht, mein Gehirn funktioniert anders als euer Gehirn, glaube ich. Wir hören rein, los geht's, Mann. Panamono Production, ich habe auch gesehen, Spectre hat an dem Video mitgearbeitet, soweit ich weiß. Oder Spectre, ist ganz krass, Junge. Spectre, Endlevel. Steckt der hinter Panamono? Gib mir keinen Grund. Einfach hier kurz eine Netflix-Serie gedreht nebenbei. Glaub mir, heute ist nicht dein Tag. Boah. Denn mein alter Freund Jack und ich sind leider schwer gereizt. Alleine deine Art. Boah, Junge, geil, Mann. Holy shit, diese Stimme. Da wird meine Stimme direkt tiefer, weil ich Testosteronschub habe. Junge, geil. Ehrlich aufgebaut wie ein Film bis jetzt, ja. Und ich sind leider schwer gereizt, alleine deine Art. Wie du redest und die Aura killt unseren Vibe. Ich seh deine Lippen sich bewegen und spür. Oh ja, directed by Spectre. Du wirst mich triggern, denn ich merk, du bist der Grund für das Zittern meiner Finger. Ich hab nichts gegen dich. Ey, es passt halt auch so gut zu ihm, dieses Rockige. Scheiße, was du sagst. Ich will kein Stress, du bist ein Eis in meinem Glas. Du denkst, bei Boah. dem geht es schon klar zu provozieren. Doch ich denk bei deinem Gesicht daran, dass Glasflaschen fliegen. Mein Modus ist ein anderer. Contra K auch einfach ehrlich, Serienstar. Oder seid ehrlich? Schöner Mann, auf jeden Fall. Und auch so Dings. Schauspieler-Attitude einfach, finde ich. Modus ist ein anderer. Eigentlich entspannter, doch dein Kopf fällt auf den Tresen, wenn du mich noch einmal anfasst. Boah. Ich rede heute nicht. Was verstehst du daran nicht? Ich suche Boah. keine Liebe, Dieser Bild auch nur gerade meinen auch. Frieden. Warum muss es immer eskalieren? Oh, okay. Ey, Junge, diese Gitarre und die Ehrlichkeit. Also ich bin nicht der größte Rock-Fan. Ja, ich höre Rock eigentlich gar nicht privat. Aber so diese Gitarre auch gerade, die sich so, wie sich das so langsam aufbaut, die Szenerie, also das Musikvideo ist schon echt sehr, sehr strong. Ich mag allgemein auch so Storytelling-Musikvideos sehr gerne. Oh. Denn ich hab genug Whisky in meinem System und Bock auf ein Problem, wer Bock auf ein Problem? Junge, wie Contra K da so reinkommt, so steht und so auf den Boden guckt, so. Das ist schon, ist geil gemacht, dieser Entrance irgendwie. Whisky in meinem System und Bock auf ein Problem, wer Bock auf ein Problem? Lass mich hier allein, wo sich alles um mich dreht. Besser, wenn du gehst, es ist besser, wenn du gehst. Oh, ich hab Junge. genug Whisky in meinem System und Bock auf ein Problem. Ah, okay, also ich dachte, es ist halt so zu rockig für mich, dass ich es jetzt privat pumpen würde. So, da war, fand ich den ersten Track noch ein bisschen angenehmer, also für meinen persönlichen Geschmack auch. Ist halt jetzt einfach so Rock, so ich fühle das mal mit dem Musikvideo gerade, das erste Mal mir anzusehen, so diese Storyline im Musikvideo zu sehen. Aber ist jetzt halt nicht das, was ich in meine Playlist packen würde und privat hören würde. Außer beim Sport vielleicht, beim Sport rein damit. Die Pause finde ich ein bisschen gut. Ich dachte, jetzt kommt noch mal so, besser, wenn du gehst. Dann geht's noch mal los. Von 0 auf 100 geht das schneller als der Liebes. Ey, aber diese tiefe, noch tiefere Raspy-Stimme von Contra K, sehr, sehr angenehm. Setz dich hin, trink dein Glas und halt dein Maul.
Denn ich versuche gerade mich selbst zu therapieren. Doch alles, was du sagst, holt das Schlechte aus mir raus. Ist auch so aufgepumpt gerade. Warum kennen manche Menschen ihre Grenzen nicht? Denken nicht nach, wem sie gerade hat, an Feind pissen. Die Probleme, die ich habe, gehören mir nur ganz allein. Ich meine, warum musst du dich da jetzt noch einmischen? Bist du zu blind für diese unsichtbare Grenze? Oder warum gehst du einen Schritt zu weit? Boah, ey, also es kommt schon krass cool rüber. Es ist halt echt so ein bisschen wie so eine andere Experience mit dem Musikvideo nochmal dabei, finde ich. Denn eine Seite in mir will nur ihre Ruhe, doch die andere freut sich auf den Streit. Ja, ich rede heute nicht. Was verstehst du daran nicht? Ich such keine Liebe, nur meine. Das finde ich nice, finde ich sehr nice. Warum muss es immer eskalieren? Bitte gib mir keinen Grund, gib mir keinen Grund, denn ich hab genug Whisky in meinem System. Junge, das stelle ich mir live Endlevel vor. Wenn er sagt, gib mir keinen Grund und dann so und die Crowd und alle in der Crowd, gib mir keinen Grund. Das stelle ich mir schon sehr nice vor. Und Bock auf ein Problem, wer hat Bock auf ein Problem? Lass mich hier allein, wo sich alles um mich dreht. Besser wenn du gehst, besser wenn du gehst. Oh, ey, kommt da so eine Fight-Scene? Die gegen die Cops, Junge, das wäre geil. Oh shit, Junge. Aber sehen wir wahrscheinlich nicht. Ich dachte mir schon, sehen wir wahrscheinlich nicht. Dafür war das Video auch noch zu kurz dann. Geil, Junge, directed by Spectre. Christoph Neuhaus. Der sein Bruder spielt für Nationalmannschaft gerade. Leonard Kairat, Hanna Siegfried, Anselm Konefke. Shoutouts. Geil geworden, Mann. Auch hier, ich hätte es eigentlich öfter sagen müssen, klassisches Poster. Ein bisschen Helligkeit hochschrauben, nochmal kurz Spectre anrufen, Junge, Helligkeit hoch. Bam, Poster, Junge. Geil, geil geworden, ey. Ich mag dieses Rockige, wie gesagt, persönlich nicht so krass, aber es passt halt so. Es passt einfach, genauso wie, also, wie soll ich das am ehesten beschreiben? Bro? Ich weiß es doch auch nicht genau. Irgendeine Serie, wo man, Game of Thrones ist objektiv eine gute Serie, aber fühle ich leider nicht so sehr. So, das kann ich vielleicht so am ehesten beschreiben, wisst ihr, ich meine? Bis auf die letzten Staffeln, die sollen Trash sein. Ey, aber deswegen, geiles Ding, ich fühle, dass er erst durchzieht. Ist jetzt nichts, wie gesagt, für meine Playlist, eher was für Sport oder so, aber ist qualitativ halt auf dem höchsten möglichen Niveau. Das ist ehrlich insane, was er und sein Team, jetzt auch Spectre, hier abgeliefert haben wieder. Ganz, ganz krasses Niveau, auf jeden Fall. Shoutouts dafür und mad Respect dafür. Ey, ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren Tag heute noch. Weiterhin bleibt bitte so fresh und gut aussehend wie immer. Und ja, dann sehen wir uns. Ciao.